und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Ja, heute geht es ein etwas anderes Video, beziehungsweise es ist kein etwas anderes Video. Ich habe eigentlich schon lange versucht, ein Video zu drehen und ich hatte irgendwie gar keine Lust dazu. Ich habe auch manche Videos gedreht über Real Talk Videos. Und dieses Mal auf meinem neuen BookTube-Channel geht es diesmal auch um, nur noch um Bücher. Warum mache ich das eigentlich? Warum erzähle ich euch das? Das wisst ihr ja eigentlich. Aber ich wollte euch... Oh, jetzt rede ich schon wieder 2 Minuten. Ich wollte euch heute die gelesenen Bücher im Monat Dezember zeigen. Also, falls du jetzt ganz gerne wissen willst, welche Bücher ich im Monat Dezember gelesen habe, dann würde ich sagen, bleib einfach dran und viel Spaß bei dem Video. Ich teste jetzt gerade was aus. Ich war sehr, sehr lange unzufrieden mit meiner Kamera. Und ich habe eine... Ist das Nikon? Eine Nikon-Kamera. Und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist es der ein oder andere aufgefallen vielleicht, dass die Lautstärke meiner Kamera nicht so gut ist. Und die sehr, sehr leise ist, wenn ich ein Video drehe. Deswegen... probiere ich jetzt gerade etwas Neues aus. Ich habe jetzt ein Handy, das haben wir eigentlich alle, außer ältere Menschen, aber das meine ich ja gar nicht. Und ich habe jetzt nicht das super tolle Handy wie iPhone, also sowas brauche ich nicht, um Gottes Willen. Ich habe, glaube ich, Sony A5. Und ich teste jetzt mal aus, ob ihr mich sehr gut verstehen könnt und zweitens, ob die Qualität auch sehr gut ist. Weil ich möchte ja auch qualitativ gut hochwertige Videos hochladen. Und ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, ob das Video jetzt, das lade ich jetzt ausnahmsweise mal mit diesem Handy, ob das Video gut ist, beziehungsweise ob ihr gut mich verstehen könnt. Weil normalerweise war es immer so, dass ich mich nicht so richtig gut verstehen konnte, weil die Lautstärke irgendwie abhanden gekommen ist. Also nicht abhanden, sie war da, aber nicht normale Lautstärke. Deswegen habe ich sie auch teilweise auch ein bisschen höher geschraubt, wenn ich das Video bearbeitet habe, bei meinem Schneideprogramm. Und das hat man dann auch gehört, dann waren wieder Geräusche da und so weiter. Deswegen... könnt ihr ja mal schreiben, ob die Lautstärke jetzt gut ist, weil ich habe tatsächlich jetzt noch ein Mikrofon angehängt. Also ihr seht es, da ist das Mikrofon und das ist jetzt angestöpselt an mein Handy und mal schauen, ob das so gut ist, wie wir das eigentlich hoffen, ne? Genau, und jetzt möchte ich euch gar nicht mehr so lange vorenthalten. Noch eine ganz kleine kurze Anmerkung und eine Frage an euch. Ich habe heute übrigens die ganze Zeit überlegt, ob ihr Intros mögt. Mögt ihr Intros oder nicht? Weil es gibt Leute, die machen keine Intros und die labern schon sofort drauf zu. Und es gibt Leute, die machen das, die anderen nicht. Und ich mache das ja auch so als professionell. Deswegen könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auch mögt. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Ich weiß, es ist sehr spät. Wir haben jetzt fast schon März. Fast. Nächste Woche ist März. Das Video kommt auch im Monat März an. Und es sind jetzt schon 3 Monate her. Mit Dezember. Und es ist schon Wahnsinn. Wir haben jetzt schon März. Und bald ist Weihnachten, Leute, ne? Also... Ne? Fangen wir mal an mit dem ersten schönen Büchlein. Und zwar, ich habe das erste Buch, was ich im Dezember gelesen habe. Der Dezember war nicht so erfolgreich wie der Monat Oktober, beziehungsweise war nicht so erfolgreich wie das Jahr 2019, wo ich in 2019 im Dezember nämlich 10 Bücher gelesen habe. Und da habe ich vielleicht nur ein paar Bücher gelesen in diesem letzten Jahr. Steht dir natürlich in der Infobox geschrieben, wie viele Bücher ich gelesen habe. Ungefähr 2, 4, 6,
7, genau. Und aber trotzdem hätte ich schon ganz gerne 100 Bücher gelesen oder noch nicht 100 Bücher, aber ein bisschen mehr gelesen als 7. Also ich war sehr, sehr enttäuscht. Aber ja, so ist es nun mal. Und jetzt zeige ich euch das erste Buch. Und das seht ihr jetzt gerade, halte ich auch gerade in den Händen. Es ist von Kirby Avid. Ich kenne dich aus meinen Träumen. Also, kurz vorweg, es geht um Elsa. Elsa ist ein Mädchen, die sehr, sehr sportbegeistert ist und auch im Schnee gerne fährt, also Skifahren und Snowboarden und sowas in der Art. Und sie hatte einen Unfall und liegt jetzt leider Gottes im Koma. Seit mehreren Monaten, seit 3 Monaten, ihre Eltern besuchen sie und die Ärzte wollen, dass sie abgeschaltet wird. Das heißt, dass sie stirbt, weil es passiert nichts, sie reagiert nicht, sie macht nichts, sie registriert nichts, sie bewegt ihre Hände nicht, also gar nicht, sie liegt im Koma und das ist wie tot, mausetot und eigentlich wollen die Ärzte es abgeschaltet haben, aber ihre Eltern wollen das nicht. Durch Zufall passiert es, dass Tibor, der junge Mann, in ihr Zimmer auftaucht, in ihr Zimmer und bei ihr pennt und die Elsa ist nicht tot, sie ist halt nur, sie ist nicht ihren Körper, sie spürt nichts. Sie kann auch keine Handbewegung machen. Sie hört nur alles. Ich glaube auch sie hat dieses Bild. Sie hat, wenn zum Beispiel Thibaut im Zimmer ist, riecht sie seinen Geruch. Und sie kann bildlich quasi vorstellen, wie er aussehen könnte. Und sie kann nicht sehen, aber sie kann sich sehr gut vorstellen, wie die Leute reagieren, was die Leute sagen und wie sie sich verhalten, wenn ihre Mutter da ist und mit ihrem Vater streitet und so weiter. Also sie kann sich das bildlich vorstellen. Und der Thibaut pennt bei ihr in ihrem Krankenzimmer, weil er keinen Bock hat auf seinen Bruder. Da hat er einen Konflikt nämlich noch zu lösen. Und irgendwie freunden sie sich immer und wieder an, oder sie freunden sich an. Besser gesagt, Tibor lernt dann Elsa kennen, jetzt nicht so wie normalerweise kennenlernen, immer, man schreibt miteinander, sondern er liest quasi, was da steht, dass ein junges Mädchen seit 3 Monaten da im Koma liegt und an ihrem Geburtstag. Und dann kommt die Familie und die Freunde und die lernen Tibor kennen. Und Tibor gerät in diese Situation hinein und irgendwie macht er sich viel mehr Gedanken über das junge Mädchen und versucht sie irgendwie aus dem Koma herauszubekommen, weil er das Gefühl hat, tatsächlich, weil er das Gefühl hat, so, das war nicht richtig zu. Warum eigentlich? Weil er das Gefühl hat, was habe ich jetzt gerade gesagt? Oh nein, weil er gerät einfach da rein und hat das Gefühl, er muss sie retten. So. Und er lernt Elsa irgendwie kennen, die Familie kennen und das Ganze. Tja, ob Elsa dann aufwacht oder nicht und was in Tibors Leben noch alles so passiert, das müsst ihr dann halt lesen, wenn ihr dieses Buch gekauft habt. Bitte unterstütze beim Buchhandel, ne? Genau, und es ist eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte. Es ist auch eine sehr, sehr sympathische Geschichte. Das ist aus zwei Perspektiven geschrieben. Eine aus der Elsa-Sicht und die andere natürlich aus der Tibor-Sicht. Und die sind mir beide sehr, sehr, sehr sympathisch. Und ich konnte mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, wie die Mutter reagiert hat, wie der Vater reagiert hat. Und dass die Ärzte, die eigentlich abschalten wollen, das war ja sowas von klar. Also ich bin kein Ärztefan, sorry, wenn ich jetzt immer auf die Ärzte drauf hacke. Aber dennoch war das für mich von Anfang an so klar. Und es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, hat nur ungefähr 249 Seiten und es ist eine traurige Geschichte, auch eine lustige Geschichte und auch eine sehr liebenswürdige Geschichte. Die Idee dahinter finde ich super, super gemacht. Der Klappentext finde ich super spannend. Das Buchcover sieht sehr, sehr, sehr schön aus, finde ich. Es ist jetzt nicht mal so langweilig gestaltet. Und der Titel finde ich auch irgendwie total interessant und der passt auch zur Geschichte, weil sie kennt ihn quasi nicht persönlich, den Tibolt, sondern sie kann ihn ja nicht sehen, sie kann nur hören und versucht natürlich irgendwie ihren Geist in ihren Körper zu pressen und versucht natürlich auch irgendwie
zu den Leuten zu zeigen, hallo, hier bin ich noch, aber sie kann es immer nicht und sie kann nur so in ihren Träumen vorstellen, wie Tirol aussieht und das macht das Ganze auch ein bisschen interessanter, ne? Weil normalerweise ist es immer so, wenn man sofort weiß, wie der Typ aussieht, das ist okay, ist bei mir immer. Um Gottes Willen, ich will nicht jetzt irgendwie Vorschau urteilen, bitte versteht das nicht falsch. Da weiß man dann sofort, okay, so siehst du aus und bist du überhaupt mein Typ? Nee, dann bist du überhaupt nicht mein Typ. Ich kann gar nicht mit mir vorstellen, mit dir zusammen zu sein oder mit dir befreundet zu sein. Und dann schau, ne? Gibt es ja auch so. Also bitte nicht rumhaten, aber auf jeden Fall, dementsprechend ist das für sie viel einfacher. Sie kann ihn nicht sehen, aber dafür kann sie sich vorstellen, wie er aussieht. Und dieser Gedanke daran, wie er sich aussehen könnte, damit freundet sie sich immer mehr und mehr an. Und dazu kommt er immer mehr zum Bezugsperson. Sagt man das? Bezugsperson. Es wird immer mehr zur freundschaftlichen Person, Bezugsperson. Sie freuen sich an. Sie würde ihm am liebsten alles erzählen, aber sie kann nicht. Sie kann nicht reden. Sie kann ihren Mund nicht aufmachen. Aber sie hört, was er sagt. Und das geht alles in ihren Kopf hinein. Und sie denkt so viel und sie macht sehr viele Gedanken. Und hast du was zu melden? Du hast heute schon dreimal dich gemeldet. Und ja, also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich versuche jetzt mal, also ihr könnt das gar nicht sehen. Oh nee, das geht leider nicht. Ich hatte eigentlich überlegt, nach oben zu schieben, aber egal. Genau, so. Wer mich schon etwas länger verfolgt, es geht jetzt zum Buch 2 rüber. Ich habe letztes Jahr eine Bücher-Challenge mitgemacht, zwar nämlich 20 Bücher für 2020. Ich habe dieses Video damals vorgedreht, beziehungsweise eigentlich gedreht, aber ich fand es wirklich kuddelmuddelartig. Ich habe euch tatsächlich auf meinem alten Channel, den gibt es immer noch, keine Sorge, vielleicht mache ich da auch mal ein bisschen Booktalk-Video auch auf meinem alten Channel, da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Aber auf jeden Fall habe ich auf meinem alten Channel keine Information gegeben, wie das eigentlich war. Habe ich überhaupt die 20 Bücher gelesen oder nicht? Falls du das ganz gerne wissen willst oder wenn du Interesse daran hast, welche Bücher ich da gelesen haben sollte, dann schau auf jeden Fall meinen alten Channel vorbei. Und wenn du wirklich noch das Endresultat wissen möchtest, dann kommentiere einfach nochmal, ob du da Interesse hast oder nicht. Auf jeden Fall habe ich euch da gar nicht mehr mitgenommen und forget about it. Und deswegen ist es eines dieser Bücher, was auf der 20 Bücher 2020 steht. Und nämlich ist es von Adrian Van Dies, ein feiner Herr und ein armer Hund von Hansa Verlag. Erst einmal, das Cover ist jetzt nicht so berauschend schön gestaltet, wie ich es finde. Also das ist nicht so mein Fall. Und ja, ich debütiere. Der Hund, es sieht alles sehr echt aus. Ne? Man sieht nur ein Mann und so ein Hund. Eigentlich so ein Arsch. Ist das ein Arsch da hinten? Nicht richtig gut gestaltet. Also es ist nicht so bunt und nicht so, keine Ahnung, so. Also es ist nicht so mein Fall. Auf jeden Fall ist die Geschichte schon etwas älter. Die Rezension übrigens findet ihr auf meinem Blog. Also wenn du jetzt sagst, okay, das möchte ich ganz gerne wissen, dann kannst du das auf meinem Blog gucken. Ist alles in der Infobox in der Beschreibung. Und hier geht es um einen Motima, heißt er Motima, ich kann den Namen Mulder. Also es gibt einen älteren Herrn, der geht arbeiten und geht spazieren regelmäßig in der Stadt Paris und begegnet zufälligerweise, in Paris gibt es ja mehrere oder nicht mehrere Orte, beziehungsweise es gibt da die guten Seiten und die bösen Seiten, sage ich jetzt mal so. Also es gibt die ärmeren Bereiche und es gibt auch die reicheren Bereiche und er gehört zu den reicheren Bereichen. Und er geht spazieren und bekommt nur mal halb so mit, dass irgendwie in einem der Ausländerheimen oder Ausländerhaus, was auch immer, abgebrannt worden ist. Und dann watschelt da ein Hund vorbei an ihm und lässt ihn nicht mehr in Ruhe. Der Polizist sagt, ja, der Hund möchte sie nicht mehr loslassen, also sollten sie am besten auf den Hund aufpassen, obwohl eigentlich er gar keinen Bock drauf hat. Und irgendwie versucht er natürlich herauszufinden, wem denn diesem Hund gehört und natürlich versucht er den Leuten, die dort gewohnt haben und die das Haus verlassen haben oder irgendwie natürlich Freunde zu finden und spendet den Menschen das Geld und versucht natürlich irgendwie, ja, wie sagt man das, einen guten Charakter zu zeigen und etwas Gutes zu tun, ein gutes Karma zu bekommen
Und die Polizei denkt so, was ist denn da los mit dem? Der ist irgendwie ganz, ganz komisch. Wieso ist der komisch? Wieso bezahlt er das? Das ist ja alles merkwürdig. Und wo der, ja, ist ein älterer Herr. Und ja, auf jeden Fall, ihr merkt schon, ich erzähle jetzt nicht so berauschend und nicht so begeistert. Ich hatte Schwierigkeiten, in diese Geschichte hineinzukommen. Ich hatte Schwierigkeiten, das Buch zu lesen. Ich hatte Schwierigkeiten, überhaupt das Buch zu beenden. Ich habe dafür mindestens nicht 2 Tage gebraucht, sondern mindestens 100 Tage gebraucht, gefühlt. Also das Buch hat ungefähr 180 Seiten. Und irgendwie hat mich das nicht von Hocker gehauen. Klar, die Geschichte ist sehr realitätsnah. Weil sowas passiert nun mal auch im Leben. Im wirklichen, auf der wirklichen Erde. Sowas ist nun mal leider so Fakt, dass sowas auch passiert. Dass da manchmal auch Leute ausländerfeindlich sind und die dann die Häuser von den Ausländern dann abbrennen, leider Gottes. Und ja, das ist sehr realitätsnah, aber ich kam mit der Schreibweise nicht zurecht und irgendwie war das mir zu langweilig geschrieben. Es war nicht so, ja, vielleicht war es spannend, aber ich kam nicht rein. Ich hatte einfach Probleme, mich mit diesem älteren Herrn zu identifizieren und irgendwie war das Thema auch so schwer, dass ich überhaupt nicht da reingekommen bin und ja, ich habe, glaube ich, dieses Buch 3 Sterne gegeben. 3 Sterne, ich dachte, war nett, aber war nicht so meins. So, weil das so lange gedauert hat, mit diesen Büchlein da zu lesen, habe ich im Anschluss danach ein kurzes Buch gelesen, weil ich Angst hatte, ich schaffe mein Ziel von 10 Büchern nicht. Das habe ich ja eh nicht geschafft. Deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Das ist die Two of a Kind Diary-Reihe von American Ashley Olsen, Serve, Send and Secrets. Ich habe sie euch schon mal vorgestellt. Da habe ich die nämlich im September gelesen. Da waren 20 Stück im September, weil ich 20 Bücher gekauft habe. Und ich liebe solche Bücher, weil die sind sehr klein und die haben übrigens 88 Seiten. Kann man leider nicht mehr kaufen, weil sie sehr, sehr, sehr alt sind. Sind von 2004. Und es ist ein Tagebuch von Mary-Kate und Ashley Olsen. Die beiden sind in Hawaii und sollten eigentlich tanzen gehen und eigentlich sollten sie im Camp sein, aber ich glaube, die Mary-Kate wurde rausgeschmissen, weil sie eine Regel gebrochen hat und dann hat sie nämlich im Hotel Party gefeiert mit ihren Freunden. Das hat natürlich die Dana Woleski miterfahren, haben aber festgestellt, dass die Schule das nicht bezahlt. Und damit die Lehrer das nicht erfahren, musste natürlich Mary-Kate mit ihren Freundinnen da einen Handel machen mit dem Hotel. Und Dana Woleski hat das herausgefunden und möchte das natürlich der Lehrer beichten. Und dann natürlich die Problematik, ob die Lehrer das herausfinden. Also ist das eine Sache. Zweitens ist natürlich das Problem, dass das war die Ashley, die dieses Problem hat. Die Mary Kate hat ein anderes Problem, weil sie nämlich damals eine Befreundin hatte im Camp. Und die hieß, wobei eine Freundin im Camp, die hatte schon die ganze Zeit die Freundin gehabt, nämlich Campbell, auch in ihrer Schule, im Internat. Und ja, und irgendwie streiten sie sich miteinander und zoffen sich und irgendwie denken die beide gegenseitig, dass sie irgendwie sich gegenseitig hassen, weil da irgendwas passiert ist und irgendwas wurde geklaut und sie glauben, dass derjenige das wahr gewesen ist und die beiden finden dann heraus, wer es dann wirklich gewesen ist und wer versucht, die Freundschaft zu torpedieren. Es ist eine sehr, sehr recht kurze Geschichte, auch eine sehr schöne Geschichte, das auch mal das wahre Leben zeigt, dass manche Menschen auch sehr, sehr neidisch sein können und gehässig und es nicht nur um Klamotten geht, sondern auch mal um das wirkliche Leben. Und diese Bücher sind so schön gestaltet. Ich finde das immer so schön gemacht. Das mag ich total gerne. Und ich war mittendrin. Das hat mir sehr gut gefallen. Kurz, recht knackig. Für Kinder, die gerade Englisch lernen, glaube ich, würde die das auch sehr gut verstehen. Ist übrigens auf Englisch, nicht auf Deutsch. Ich lese nur Englischbücher von denen. Genau, auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen. Und als nächstes von den Girls habe ich dann auch Closer Than Ever gelesen. Das ist der Band Nummer 25. Das ist kein Tagebucheintrag. Hier geht es darum, dass die beiden Zwillinge schon lange in der Schule wohnen und getrennt wohnen in Zimmern. Früher zu Hause haben sie im selben Zimmer gepennt und haben alles miteinander geteilt.
Und seitdem sie in der Schule sind, teilen sie nicht mehr alles miteinander. Sie schlafen in getrennten Zimmern, weil das so die Regel ist in der Schule. Und da stellt man natürlich fest, dass die eine Schwester natürlich sich total verändert hat, nämlich die Ashley. Die Ashley war früher immer diejenige, die Nachtsparty gefeiert hat und so weiter. Und für Mary Kate ist das natürlich ganz komisch, dass ihre Schwester jetzt sehr früh ins Bett geht und andere Geschmäcker hat und so weiter und so fort. Und das hat sich sehr, sehr schnell verändert. Und ja, Mary Kate versucht natürlich wieder, ihre Schwester wieder zu bekommen. Irgendwie so, wie sie sie eigentlich kannte. Aber ja, auf jeden Fall ist die Geschichte sehr realitätsnah geschrieben, sehr spannend geschrieben. Es zeigt auch deutlich, dass auch eine Veränderung auch wichtig ist im Leben, vor allem auch jetzt in diesen Zeiten. Denn wenn wir uns nicht verändern, dann ist das sehr schlecht für die Erde. Und ja, ich mag das Buchcover übrigens auch. Hat mir auch sehr gut gefallen. So, und da ich ja tatsächlich ja versucht habe, Weihnachtsbücher zu lesen, habe ich mir dieses Büchlein gekauft. Und hab's gelesen. Es ist von Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern, eine Adventsgeschichte. Hier geht es um Julia, die bekommt von ihrer Mutter zum Adventszeit einen Adventskalender. Und sie hat natürlich gehofft, dass der Adventskalender Schokolade enthält. Tatsächlich bekommt das der kleine Bruder von ihr, der sie andauernd nervt. Sie bekommt dagegen einen Adventskalender mit Bildern, was sie am Anfang denkt, das ist nur ein langweiliges Adventsbild. Das ist ja total langweilig, das ist ja was für Babys. Aber als sie dann feststellt, dass der Adventskalender sehr, sehr besonders ist, weil er sehr eigenartig ist, nämlich sie schaut das direkt mal an und plupps, ist sie im Adventskalender drin und lernt dort die Leute kennen, dann ist der Adventskalender doch nicht mehr so langweilig, wie sie eigentlich gedacht hat. Und ihre Familie darf es natürlich nicht wissen und vor allem ihr kleiner Bruder nicht, der die Nervensäge hoch 10 ist. Und es beginnt ein Abenteuer. Genau. Es beginnt ein Abenteuer. So viel kann ich schon mal verraten. Die Geschichte ist sehr, sehr kindlich und sehr, sehr süß geschrieben. Es gibt, glaube ich, auch ein bisschen Bilder dazu. Ein bisschen, damit man sich vorstellen konnte, wie die einzelnen Personen aussehen. Ist auch ein recht kurzes Buch. Ich habe eigentlich etwas anderes gedacht. Aber es war sehr, sehr unterhaltsam. Hat mir sehr gut gefallen. Aber ich kam nicht in Weihnachtsstimmung. Das nochmal vorweg. So, ich habe dann das vorletzte Buch. Ist ein Buch, was ich als Rezensionsexemplar zubekommen habe von einem Verlag, Bloggerportal bzw. Bücher-Community Verlag. Und es ist von Mahayema, der Ruf der geistigen Welt. Wie sie ihre medialen Fähigkeiten aktivieren und nutzen können. Von Ansata Verlag. Ich hätte eigentlich, als ich dieses Buch gelesen habe, eigentlich euch mitnehmen sollen, weil ich in diesem Zeitraum, als ich dieses Buch gelesen habe, das gefühlt habe, das Buch ist mein Jahreshighlight. Das ist mein Jahreshighlight für 2020. Es wird auch nochmal ein separates Video dazu geben für Jahreshighlights 2020, Top-Bücher. Weil dieses Buch mich komplett in den Bann gezogen hat. Es hat mich sprachlos gemacht. Es hat mein inneres Kind geweckt. Es hat mich so glücklich gemacht, obwohl es ja eigentlich nur ein spirituelles Buch ist. Und eigentlich, es ist ein Buch, was mich aufgeheitert hat, mir Spaß gemacht hat und mir Freude gemacht hat. Kurz vorweg, worum geht es in diesem Büchlein? Es geht darum, dass wir alle Menschen, wir alle haben, wir alle sind spirituell. Auch wenn du jetzt sagst, nein, das bin ich nicht. Wir alle haben bestimmt schon mal irgendwas gedacht und es hat sich erfüllt. Und das ist dann tief in unserem Gehirn dann versteckt worden und wir denken so, ja, das hat sich nicht erfüllt. Es gibt gewisse Dinge, die haben sich einfach so erfüllt. Zum Beispiel die Parkplatzsuche. Vielleicht hast du immer gedacht, du wünschst einen Parkplatz und ein paar Minuten später hast du einen Parkplatz gefunden. Das ist zum Beispiel Erfüllung. Oder manchmal hast du das Gefühl, du bräuchtest jetzt eine Veränderung. Zum Beispiel, du musst dich jetzt mal anders ernähren. Kann ja auch sein. Dann ist das auch so eine Art wie Channeling, dass du die Botschaften von der geistigen Welt mitbekommst, intuitiv, ohne dass du irgendwie einen Kontakt, einen Draht hast mit denen. Dann ist das eine Veränderung und eine Veränderung. Dann ist das Channeling und dann hast du einen Draht zu denen, obwohl du sie gar nicht siehst.
Wir alle können Channeling und wir alle sind kreative Meister. Wir sind alle kreative Wesen und wir sind nicht hier auf der Erde, um Sklaven zu sein. Lass mal vorweg, wir sind nicht hier auf der Erde, um arbeiten zu gehen und Geld zu verdienen, weil das ist nicht unsere Aufgabe und es ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Wir sind hier auf die Welt gekommen, um unsere Kreativität zu veröffentlichen. Heißt, Bücher schreiben, Pflanzen, Tiere retten. Stricken, häkeln, was auch immer, egal was, oder basteln, egal was, spielt keine Rolle. So, die Autorin Mahayema kenne ich ja durch von Pascal Wogenhuber, die waren früher mal ein Paar. Und Pascal Wogenhuber ist ein Medium in Bezug auf Jenseitskontakte, Verstorbene und Geistführer. Und sie hat sich da auch sehr spezialisiert. Ich habe bei ihr übrigens auch das Life Force Online Training gemacht, das nochmal so kurz am Rande erwähnt. Und dementsprechend kenne ich sie und kann sagen, dass sie ein sehr, sehr gutes Medium ist, weil sie sich auch sehr gut ausgebildet in diesem Bereich ist. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich das jetzt erzählen soll und was ich noch erzählen soll, damit das noch spannend ist. Auf jeden Fall geht es hier um das Thema Channeling, wie man channelingt, was ist Channeling überhaupt und was man machen muss, damit man, bevor man channelt, überhaupt sich reinigt. Also gibt es überhaupt so gewisse Möglichkeiten? Muss man sich reinigen? Was ist eine Hybridseele? Was ist eine Katalysatorseele? Und gibt es überhaupt Feen, Drachen? Wie können wir uns das vorstellen? Ne? Unser Verstand möchte es sich alles sehr, sehr vorgestellt bekommen. Die höheren Dimensionen, gibt es eine höhere Dimension und so weiter und so fort. Und da geht die Autorin nämlich näher darauf ein, was du darauf zu beachten ist, wenn du zum Beispiel Channelings durchführen möchtest, was eine Hybridseele ist, wie du channeling kannst. Sie macht auch Meditationen, also sie macht auch so Übungen mit den inneren Wächtern. Da gibt es zum Beispiel auch, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Für diejenigen, die jetzt wissen möchten, was ist jetzt überhaupt, es gibt es jetzt unterschiedliche Pyramiden im Bereich, ja, wie heißt das? Geistige Welt, gibt es da überhaupt so eine Pyramide? Wer ist höher, wer schwingt höher oder so? Das sieht zum Beispiel einmal so aus. Das ist jetzt kein hundertprozentige Bestätigung, dass es wirklich so ist, weil unser Verstand möchte natürlich eine Bestätigung haben, dass es wie 1 plus 1 ist 2 und das ist logisch. So, er möchte natürlich alles logisch haargenau erklärt bekommen. Es gibt gewisse Dinge, die kann man alles nicht haargenau erklären. Man fühlt es, man weiß es, okay, das ist stimmig für mich, das stimmt für mich, das hat Richtigkeit, Gültigkeit, dann ist das so. Und du sollst vor allem auch aufhören, irgendwie Beweise zu suchen, du sollst aufhören, irgendwie alles erklären zu wollen. Geh rein ins Fühlen. Das ist sehr, sehr wichtig im Leben. Und das zum Beispiel ist so eine Art, ja, so eine Art Auflistung, was sein könnte. Man weiß es nicht. Wir alle waren früher in die 3D-Welt, jetzt schwingen wir in die 5D-Welt. Das heißt, wir schwingen eine Stufe höher. Das heißt, wir haben das Potenzial, die geistige Welt noch mehr zu sehen als vorher, weil vorher waren wir in der 3D-Welt und das ist schwierig, auch höher zu schwingen. Wir müssen, es gibt gewisse Dinge zu tun, damit wir höher schwingen können, damit wir auch channeling können. Und all das sagt mir, alle das erfährt ihr dann in diesem Büchlein. Und Ernährung zum Beispiel, fünfte Ernährung. Super, wieso reiße ich auf einmal eine Nase zu? Auf jeden Fall, die Ernährung ist zum Beispiel die zentrale Rolle, die. Also das ist meine persönliche Meinung, das kann für dich vielleicht auch anders sein. Ist auch kein Bitte, kein Hate oder sonst was, ist nur meine persönliche Meinung. Ich kann dazu führen, dass man runterschwingt oder wenn du in Angst und Schrecken sitzt, ist die Schwingung unten und wenn du Freude bist, schwingst du ein bisschen höher. Oder wenn du zum Beispiel das Internet, WLAN, Bluetooth, die 5G-Masten, wenn du Nachrichten siehst, all das, das kann auch nochmal ein bisschen runterschwingen. Das hat dann, ne? Hängt natürlich davon ab, wie du gut drauf bist, ob du sehr gut drauf bist, ob du traurig bist und so weiter, dann schwingst du eine höhere Stufe. Und hier zum Beispiel in dieser Schwingungsstufe ist zum Beispiel unten die Erde. Und da oben sind die Aliens, Planeten, Rad der weißen Akasha-Chronik. Was ist das? Das erklärt die Autorin alles in diesem Büchlein und macht da auch so Meditationen.
Und natürlich ist es wichtig, dass man da keinen Druck rangeht, dass man da einfach locker ist und einfach ausprobiert, Erfahrungen sammelt. Es gibt da kein richtig oder falsch. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir viel Freude gemacht zu lesen. War ein super Buch. Hat mir echt, echt gut gefallen. So, zum Abschluss des Jahres 2020 habe ich das allerletzte Buch und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und das ist von Rosemary Clement Moore. Dahin ist aller Glanz. Das ist ein sehr, sehr schönes Buchcover und ich habe wirklich gedacht, was könnte in dieser schönen Geschichte sein? Das Cover hat mir irgendetwas Mystisches gezeigt, auch irgendetwas Prinzessinnen-Dasein. Und hier geht es um die 17-jährige Sylvie. Sie ist 17 Jahre alt, sie ist eigentlich eine sehr, sehr erfolgreiche Balletttänzerin und hat jetzt einen Unfall, einen Ballettunfall und plötzlich kann sie nicht mehr Ballett tanzen. Und das macht sie natürlich fertig und depressiv und ihre Mutter schickt sie nämlich dorthin zu ihrem Vater. Also ihr Vater ist eigentlich tot, aber dort, wo ihr Vater aufgewachsen ist, nämlich in Alabama, dort in einer prachtvollen Villa, wo dort Leute wohnen und sie begegnet dort Jonathan und Rice, zwei Jungs, Rice und Sean, so rum, nicht Jonathan, die sie dort kennenlernt und sie magisch anziehen. Und Sylvie muss natürlich erstmal lernen, mit sich klarzukommen, mit, vor allem auch mit dem Ballettunfall, dass es sie traurig macht. Sie ist übrigens auch Vegetarierin und ihre Familie macht sich totale Sorgen um sie, dass sie vielleicht abdriftet. Und sie hat natürlich auch einen Hund dabei, mit dem sie spazieren geht, aber sie begegnet dort merkwürdige Dinge vor sich, dass er zum Beispiel ein Baby schreit und das bekommt sie mit. Auch, dass irgendwie eine Gestalt vor ihrem Zimmer auftaucht, eine böse Gestalt, der sie verfolgt. Und irgendwie ist das alles sehr, sehr makaber und sie denkt, sie würde träumen und das macht sie verrückt und gestört und ein Pipapo und macht sich auch ein bisschen Sorgen und irgendwie hat das Ganze auch ein bisschen Mystisches hinter sich. Und was es da alles auf sich hat, das müsst ihr dann erfahren, wenn ihr das Buch liest. Dieses Buch ist wirklich auch ein Buch, wo ich dachte, okay, was erwartet mich? Ich habe damit überhaupt gar keine Erwartung gehabt. War auch sehr, sehr sprachlich spannend geschrieben, auch sehr ausführlich, hatte fast 500 Seiten. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es auch irgendwie so eine Art spirituelles Buch zu tun hatte. Denn es hatte schon was Spirituelles zu tun, dass es auf der einen Seite guten Menschen gibt und auf der anderen Seite negative Menschen gibt. Und irgendwie, dass sich da planetarische Bewegungen gibt und was man da alles so machen kann. Müsst einfach mal das Buch lesen, damit ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel ein Feld, wo sie den Garten reinigt und sauber macht. Das war der Lieblingsplatz von ihrem Vater und den macht sie ordentlich. Und irgendwie geschehen die Dinge ganz, ganz schnell und schlimme Dinge passieren auf einmal und irgendwie. Keine Ahnung, mit geheimnisvoller Magie kann sie auch ihre Ballettunfähigkeit, ihr Bein, der unfähig ist, wieder zu sich so richtig zu bewegen, heilen. Auf jeden Fall hat das Ganze auch ein bisschen Mystisches auf sich, sehr, sehr Spirituelles fand ich auch ein bisschen angehaucht, natürlich nicht unbedingt sehr hauchmäßig wie bei einem anderen Buch, aber es war angehaucht. Ja, und das hat mich sehr, sehr sprachlos gemacht und ich war sehr, sehr komplex und perplex, perplex. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, gebt mir Daumen nach oben da, abonniert meinen Channel, drückt auf die Glocke, damit ihr ja keine Videos von mir verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Bye bye.